Hey ihr Lieben, wir sind Vanessa und Ina und wir sind schwanger. Heute kommt ein Video, was ihr euch sehr lange gewünscht habt, und zwar das Reaktionsvideo unserer Freunde. Das unserer Familie habt ihr ja schon gesehen, also wenn ihr das nochmal sehen wollt, schaut da unbedingt nochmal vorbei. Wir können euch ja den Link hier in die Box unten packen. Und unsere Freunde, das ist, haben wir auch, also die halt, wo wir wussten, dass wir sie aufnehmen dürfen, ne, haben wir das auch gemacht. Da haben wir immer ganz schön spektakuläre Sachen uns einfallen lassen, damit wir auch die Kamera sozusagen verstecken so können. Schwer gewesen, ja, oder? Es war gar nicht so leicht, weil es war ja nicht immer bei uns zu Hause. Dann konnten wir es nicht so gut vorbereiten und dann mussten wir uns immer absprechen, ohne, also mit Blicken halt. Und wussten immer nicht so richtig, hat es jetzt wirklich geklappt. Und dann haben wir uns immer so angeguckt so, und wussten dann, okay, es kann losgehen. Aber es war schon relativ schwierig, das immer so auf die Reihe zu bekommen. Ja, und deswegen wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video und wir werden mal kurz vorher noch was dazu sagen und dann seht ihr auch schon direkt die Reaktion. Kommen wir zur ersten Person, das ist Anna. Anna war meine Trauzeugin. Ich kenne Anna aus dem Gymnasium seit der 8. Klasse und ja, wir sind sehr enge Freunde, wir kennen uns schon ganz, ganz lange und jetzt seht ihr, wie wir es ihr gesagt haben. Und zwar, Anna backt sehr gerne und deshalb haben wir ihr einen Tortentopper geholt und da steht Hello Baby drauf und das ist jetzt unsere Idee. Anna, wir wollten dich was fragen. Okay. Kannst auch Nein sagen. Und zwar wollten wir dich fragen, ob du noch es schaffst, für uns eine Torte zu backen. Zu backen? Also es ist nicht ganz spontan, es ist ein Zukunftsauftrag für nächstes Jahr. Aber ich weiß nicht, ob das geht und wir haben auch, man hat auch so eine Topper so manchmal da oben und die haben wir auch schon gekauft, weil sie doch immer so schwer gibt. Mhm. Und da haben wir einen gekauft und den wollten wir dir heute direkt mitgeben, wenn es okay ist. Ja? Was für eine Torte? Erzähl mir, wie soll sie aussehen? Wie groß wird sie sein? Ich glaube, du kannst da eigentlich es frei machen. No way! Ja! Als zweites haben wir Lea und ihr Freund Nico und die sind nämlich zu uns nach Hause gekommen und sie hat das nämlich schon geahnt und da mussten wir uns ausdenken, dass wir umziehen und dass das so die große Überraschung ist, die wir die ganze Zeit verheimlichen. Und dann mussten wir irgendwie ganz spontan, haben wir so einen Gender Reveal Luftballon geholt, um wir das ganz spontan den beiden das so zu sagen. Frage an euch. Mädchen oder Junge? Weiter mit Luise und Marc. Da, Luise ist eine Freundin von Nessie, auch aus der Schule, von früher sozusagen. Und inzwischen sind aber die beiden auch sehr gute Freunde von mir. Ich habe die ganz doll lieb und diese Reaktion ist so krass Zucker, also wirklich so zuckersüß, da kann ich mich gar nicht mehr halten. Das war wirklich so süß, geht selbst. Da kommen ja auch direkt ein Tränchen. Ja, Leute. Dann haben wir noch einmal Max. Max kenne ich schon seitdem ich, glaube ich, 3 bin oder so. Oder 2 schon. Also ganz, ganz klein ist mein längster Freund. Und wir haben sogar zusammen noch studiert teilweise, waren auch zusammen auf der Schule und so. Und ja, wir haben es ihr über FaceTime erzählt. Und ja, war auch echt süß. Max? Bist du allein? Ja. Max, ich brauche deine Hilfe. Wegen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab das. Oh, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir wollten dir das noch erzählen heute. Sehr schön, das freut mich auch. Hallo. Hi.
Dann geht's weiter mit unseren drei Mädels, mit denen wir auch gerade hier im Urlaub sind. Und denen haben wir es bei uns zu Hause gesagt und haben so einen kleinen, naja, so guck, Babysocken. So Babysöckchen, ja. So einen kleinen Strumpf. Und es ist unglaublich, wie klein ist bitte ein Füßchen. Nein! Nein! Doch! Überraschung! Ich muss es aufnehmen! Nächstes ist unser bester Freund Niklas. Der wohnt nämlich eigentlich gar nicht hier bei uns. Und dann ist er extra uns besuchen gekommen, weil wir uns mal sehen wollten. Dann haben wir die Chance direkt genutzt. Er war deswegen einer der Ersten, weil wir nicht wussten, wann wir ihn das nächste Mal sehen. Und er hat es auch überhaupt nicht geahnt und hat eine Rubbellos-Karte bekommen. Und er hat sich so süß gefreut. Ja, er hatte sogar ein Tränchen. Sieht man nicht ganz, aber er hatte eins. So, heute ist ein Freund von uns dran. Und dafür haben wir uns überlegt, eine fröhliche Weihnachten mit einem Rubbelfeld zu nehmen. Und da steht drauf, willkommen ein Baby. Er muss es freirubbeln und ich bin gespannt, was er sagen wird. Du brauchst noch eine Münze. Ich bin gespannt, ob du dich freust. Ja, schön. Du musst freirubbeln, was wir machen. Ah. Nein. Was? Stimmt das? Ja. Kommen wir jetzt zu Sophie. Sophie hat mit Nessie zusammen gewohnt, ja. Die arme Maus. Und danke. Super tolles Erlebnis, glaube ich, für sie gewesen. Ja, die beiden kennen sich schon ganz, ganz viele Jahre. Ich habe Sophie auch sehr, sehr dolle lieb. Und jetzt kommt ihre Reaktion. Ich muss doch kurz erzählen, was es war. Sieht man nämlich nicht ganz. Es ist eine Weinflasche gewesen und da steht drauf, ja. Du wirst Patentante oder... Nein, da steht drauf, für Tante Sophie. Ach so, ja. Nein, doch. Ich weiß, was jetzt drauf stand. Da stand drauf, für Tante Sophie, das Ergebnis vom Schwangerschaftstest war positiv. So. Nee. Ach, Überraschung! Alter, wie kann ich das denn? Wie solltest du kommen? Willst du sehen? Schon... Doch! Echt? Ja! Ihr wart heimlich doch in Dänemark. Nein, das hat beim ersten Mal schon geklappt und dann war der Test noch nicht positiv. Und dann habe ich den Fehler noch mal gemacht. Und jetzt ist es schon ganz groß! Und dann als letztes haben wir noch Yvonne. Vielleicht kennt ihr sogar sie aus Social Media. Und ihr habt es auch über FaceTime erzählt, weil sie auch nicht hier wohnt. Und ja, war richtig toll. Sie hat sich auch sehr gefreut. Und alle haben es, wie gesagt, nicht geahnt, außer Lea. Sie war die einzige Person, die wirklich irgendwie den Riecher dafür hatte. Wir hatten sogar noch drei andere Freunde von uns aufgenommen, aber die Videodatei habe ich verloren. Deswegen ja, tut mir voll so leid, dass sie nicht gesucht. Mehr kommt. Aber jetzt kommt Yvonne. Das sieht ganz schlimm aus, Leute. Hey, schlimm, du siehst süß aus. Du siehst doch süß aus. Bist du mein Pony? Ich habe gerade Sport gemacht und meine ganzen Wimpern, die ich unten getuscht habe, waren einfach hier komplett unter meinem Auge. Guck mal, Yvonne. Guck mal. Guck mal. Hä? Das ist ja schon ein fertiges Baby. Ja. Und, seid ihr schon die ganze Zeit schwanger? Ja. Ja. Oh mein Gott, Herrchen. Ey, ihr seid ja krass. Ich muss für euch behalten. Ja. Ja. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Leute, hoffentlich hat euch das Video so gut gefallen wie uns. Dieses Video ist was ganz Emotionales für uns und es ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, ein ganz anderes Video in dem Sinne für uns. Ich glaube, das wird man sich noch in vielen Jahren nochmal anschauen. Es ist für uns einfach auch ein Stück weit eine Erinnerung und einfach irgendwie was anderes, wenn man jetzt eine Challenge dreht, das ist irgendwie anders, weil man das für immer irgendwie diese Reaktion vor Augen behalten wird, weil das wirklich so süß war. Also auch wie bei unserer Familie kann ich echt nur sagen, bei unseren Freunden waren wirklich die Reaktionen so, so süß und ich glaube, Klein Bubu wird hier ganz, ganz viele Leute haben, die es jetzt schon lieb hat. Ja. Also abonniert uns sehr, sehr gerne, gebt dem Video einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!